So, dann wollen wir weitermachen. Versuch Nummer 3 beim Royal Jelly. Ja, es entwickelt sich langsam zum Running Gag, aber es klappt nicht anders. Was ihr vielleicht seht, ich war ein bisschen grinden und wirklich nicht lange, vielleicht eine Viertelstunde. Bitte nicht auf die Uhr achten, denn, wie gesagt, ich lasse manchmal das Spiel an und die Uhr läuft dann weiter. Also die Uhr ist kein Indikator. Stattdessen schaut auf die Level. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir mit Olli auch schon Level 25. Ich habe ein paar Sachen umgestellt und zwar bin ich reingegangen und habe zum Beispiel hier bei unserem Ernie habe ich den Schnitter wieder reingetan, denn das ist ein Angriff, der auf alle Gegner geht. Das könnte natürlich sehr praktisch sein, gerade wenn er seine Royal Jelly Kinderarmee da auf uns loslässt. Genauso habe ich den Kriegsschrei reingepackt, der unsere Angriffe verstärkt. Dann habe ich ebenfalls, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube bei ihm hier heiße Luft, genau, heiße Luft habe ich zugefügt. Das heißt, ich muss mal gucken, dass Esther wirklich hier Pyro im Bimpimpf ins Rennen schickt und dann, ja, das war's so ziemlich eigentlich. Ich wollte hier nochmal wechseln und zwar den Uhu unten rein und ihn da rein und ja, viel mehr Möglichkeiten haben wir da momentan auch nicht. Und hoffen jetzt einfach mal, dass es einigermaßen besser läuft als beim letzten Mal. Also es ist jetzt wirklich Versuch Nummer 3 beim Royal Jelly. Und ja, ich verliere so ein bisschen die Hoffnung mittlerweile, dass wir den jemals besiegt bekommen. Aber na gut, sind wir mal ehrlich, irgendwann muss es ja einfach klappen. Wir überspringen jetzt hier wieder die Zwischensequenz, denn die haben wir jetzt ja schon mal gesehen. Heißt, sind mittendrin im Kampf und ich werde es vielleicht auch so machen, vielleicht werde ich die Taktik ändern, dass ich tatsächlich ab dem Moment, wo hier tatsächlich ab dem Moment, wo er seine kleinen Kinder spawnt, dass ich dann vielleicht einfach wechseln werde auf Esther und mich nur aufs Heilen konzentriere, denn bis dahin ist Esther ja eigentlich relativ überflüssig. So, gucken wir mal, er schaltet den Angriff. Ich schalte andere mal alle in die Verteidigung. So, wieder alle in den Angriff. Ich werde jetzt erstmal nur mit regulären Angriffen zustatten gehen und gucken mal, dass wir ihn zur Hälfte runterkriegen. So, man muss jetzt hier mal wechseln, weil Olli ein bisschen einsteckt. Kann ich auch ein bisschen mit. Wobei Zauber jetzt schon. Bin mir nicht so sicher. Wir können es ja mal mit Feuerball nochmal versuchen. So, alle jetzt in Verteidigungshaltung. Hoffe, das klappt diesmal. Eigentlich ist genau dieses Kommando dafür da. Ich sag alle in Verteidigung und zumindest zwei haben es geschafft. Ist ja schon mal was. Oh, und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich sehe es. Oh, komm. Ja, sauber, Olli. So, Flammherz aktivieren und jetzt wird hier Party gefeiert. Ach, herrschig. Das bedeutet jetzt mindestens 150 Schadenspunkte. Und vielleicht kriegen wir ihn da schon mal zur Hälfte mit runter. Gucken wir mal. Gerade Feuer sollte doch bei so einem 250 sogar. Ja, aber war jetzt nicht so effektiv, wie ich erhofft hatte. So, er greift mit Sternchen an, das heißt, alle in Abwehrstellung. Ja, bei Esther klappt es irgendwie nicht mit der Abwehrstellung. So, dann direkt hier wieder unseren kleinen Ernie rein, beziehungsweise Krümel. Hier steht ja auch Krümel beim Kopf, aber ihr wisst ja, was gemeint ist. So, alle hier mal in Angriffsstellung, liebe Kollegen. Was ist denn hier los? Ja, Esther könnte sich auch ein bisschen heilen. Ich habe so ein Gefühl, wenn hier gleich mal so ein richtig. Oh, Kinder, jetzt passiert's. Genau. Jetzt haben wir den Moment, vor dem ich so ein bisschen Angst habe wieder. So, ups, ja. Drippy sagt uns, huch, was passiert denn da wieder? Kennen wir ja schon den Text. Ist ja alles nichts Neues. Haben wir ja schon gefühlte 5000 Mal gesehen. So, gute Gelegenheit. Das heißt, jetzt den Schnitter rauspacken. Mal gucken, wie viel wir da abziehen. Doch schon mal besser aus. So, und dann ziehen wir hier direkt nochmal einen Kriegsschrei rein, damit die Angriffe verstärkt werden. So, und jetzt warten wir, bis der Schnitter einsatzbereit ist. Und nochmal. Oh, das war sehr schön. So, oh, das ist sehr gut. Das hat sich ja sogar gelohnt hier. So, jetzt warten wir nochmal. Ich habe die natürlich alle am Arsch jetzt momentan. Muss man auf Olli wechseln, weil wir sehen es. Es ist momentan hier fast Feierabend. So, den Rest kann man auf Angriff setzen. Oh, ich habe aber alle hinter mir her. So, warten jetzt mal, bis Krümel sich ein bisschen erholt hat. Ja, da, oh, jetzt Blitzschlag, verteidigen und ich hoffe, dass. Es könnte ein bisschen knapp gewesen sein mit der Verteidigungssetzung. Also bei mir hat es zumindest geklappt. Ja, bei Sven auch.
Also Sven ist deutlich cleverer als, ach ja, die gute Esther. So, jetzt warten wir mal und jetzt Krümel wieder rein. So, der direkt wieder mit einem Schlitter. Na, kriegen wir sie schon? Kriegen wir sie schon? Ich hoffe, wir kriegen sie schon. Na, ja, die Hälfte ist down. Oh, aber ich gleich auch. Muss jetzt hier mal gucken. Kriegsschrei nochmal aktiv. Oh, Kriegsschrei ging daneben. Verdammt, ja, Esther, wie wär's noch ein bisschen Heilung, meine Liebe? Oh, ich bin verwirrt, verdammt. Ja, jetzt muss ich mal ganz schnell auf Esther. Ja, Esther heilt schon, aber das ist nicht wirklich effektiv, um ehrlich zu sein. So, Melodien. Ja, Esther hat keine XP mehr. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen hier multitaskingfähig werden. Das heißt, einmal Phönixfeder für ihn. So, in der Zeit, ja, Proviant braucht wieder ein paar Sekunden. Olli heilt auch, ja, finde ich nicht so gut. So, in der Zeit können wir für uns einen Kaffee rein. Genau, dann wieder auf Olli. Oh, und verteidigen. Oh, nein. Gar nicht gut. Gar nicht, ja, das habe ich verbockt, um ehrlich zu sein. Das gibt so richtig Schaden. Gut, aber noch passt alles zum aktuellen Zeitpunkt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier, ich brauche mal kurz ein bisschen Ruhe, so, um zu schauen. Also, wir haben noch ein von, zwei von denen übrig. Was ist jetzt wichtiger? Erstmal ist wichtig, ich überlege gerade, vielleicht erstmal ein bisschen Heilung. Also, Proviant stellt 100 LP her auf mich. So, alle zum Angriff blasen. So, das klappt schon mal. Jetzt den Wichtel rein. So, ups, der kann mit seinem Schmetterschlag mal hier ein bisschen Schaden machen. So, jetzt geht es nur auch darum, Schaden zu machen eigentlich. Ich könnte natürlich auch mal versuchen, wenn ich Esther hier habe, mal die ein bisschen aus dem Weg nehmen. So, erstmal heilen einmal. Na, 100 reichen da. So, das haben wir, denn Esther hat ja hier Pyro drin. Und ich meine, wir sind unter Wasser, also wenn ich hier, wo dann... Ups, jetzt habe ich aber den Fehler gemacht, dass Esther natürlich keine MP mehr hat. Und Olli hat auch keine EP. Ist natürlich... Oh, Olli, geh weg da. Aus dem... Oh, jetzt Sternchen auch noch auf Olli. Gehen wir mal auf Sven. Ja, also ich würde mir wirklich wünschen, dass man hier... Oh, verdammt, jetzt ist Olli tot. Ja, Phönixfeder auf Olli. In der Zeit mal auf Esther wechseln. Wenn das mal als ein bisschen schneller gehen würde. Ach, also dieses Wechseln, das ist unglaublich langsam. So, jetzt machen wir... Oh, Blitzschlag. Das heißt, verteidigen und verteidigen. Und ich hoffe, es klappt. Bei Sven habe ich es gesehen, hat geklappt. Ob es jetzt aber bei... Ich hoffe, Olli hat verteidigt. Olli hat nicht... Ja, alle haben verteidigt. Sehr schön. So, jetzt alle zum Angriff. Und jetzt kann ich nämlich hier den Pyro mal reinschicken. Sollte vielleicht aber weggehen. So, jetzt versuchen wir es mal mit heißer Luft. Mal gucken, was das hier an Schaden macht. Nichts, oder? Na gut, dann gehen wir mit Olli rein. Ach, verdammt. Oh, Spezialangriff, würde ich sagen. Nice. Ja, das nenne ich mal Schaden, meine lieben Freunde. So, alle mal verteidigen, Wackerflux. Hat doch schon mal gut geklappt. So, alle wieder zum Angriff. So, Wichtel ins aufs Spielfeld. Also wirklich Schaden. Jetzt muss ich mal gucken. Ich meine, wir haben es ja auch in der Anfangsphase geschafft. Vielleicht wechsle ich mal auf Esther, die sich mal eben hier wieder heilen soll. Und da reicht auch... So, das. So, und während vorne alle angreifen, würde ich fast sagen, ich werf mal... Ich glaube, Olli braucht MP, genau. Kriegt Olli mal ein bisschen MP. So, und Olli ist verwirrt, das ist natürlich ganz schlecht. Das heißt, wir heilen Olli mal ganz schnell. So, das war aber Rettung in letzter Sekunde, um ehrlich zu sein. So, dann wieder auf Olli. Könnten natürlich. Ja, schicken wir hier den Kleinen mal rein. Mal mit dem Schnitter. Gucken, wie viel macht das? 4 und 3. Ja, das ist
Ich könnte natürlich auch einfach hier mein Kriegsgeschrei aktivieren, damit alle ein bisschen stärker werden. Aber ich hoffe nicht nur, dass Krümel dadurch... Ups. Ah, verdammt! Ja, das war mein Fehler. Im falschen Moment vergessen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gut, noch ist hier nichts entschieden. Vielleicht lässt er auch mal wieder eine goldene Orb droppen. Oh, das war ein guter Angriff. So, jetzt mal eben auf Olli zurück und Proviant. Stellen wir erstmal bei uns MP wieder her, dass wir gleich zum Angriff übergehen können. So, den Rest mal auf Angriff hier wieder stellen. Geht ja gar nicht an. So, dann natürlich auch MP für Esther. So, jetzt warten wir, bis vorne alles wieder riesi-bisi ist. Und dann werfen wir da unseren Kleinen wieder rein. So, Schnitter und ab geht die Post. Ja, der hält natürlich einiges aus, der Boss. Also, wir sind jetzt hier 10 Minuten an dem Kampf schon dran. Aber es sieht zumindest besser aus als beim letzten Mal. So viel kann man schon mal sagen. Oh, sehr schön. Da war ein schön. Oh, jetzt weg, 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 weg. So, und jetzt Verteidigung alle. So, hat geklappt im richtigen Moment. War, ist nur Sternchenangriff, das heißt nicht ganz so schlimm. Oh, und hier ist schon wieder Verwirrung angesagt. Dann würde ich sagen, ja, Esther kann mal Olli heilen. Bim, 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 bim. Und alle für Angriff hier. Ab mal nach vorne mit euch. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Da können wir auch gerne mal den... Ups, jetzt ist nur wobei, das ist der Verwirrungsangriff, wenn ich mich nicht komplett irre. Beim Verteidigen. Ich weiß nicht, auf wen der geht. Olli ist aber immer noch... Ach, das ist nicht gut, dass Olli immer noch so ausgenockt ist quasi. Und jetzt auch der. Jetzt muss ich mich so ein bisschen auf Pyro verlassen. So, alle zum Angriff. Kommt, Leute. Kommt, 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 kommt. So, Esther ist nicht mehr verwirrt, das heißt mal eben Olli wieder heilen, dass der den Kampf überlebt, denn wir sind nah dran, wir sind wirklich nah dran. Ja, da haben wir's. Ich hielt es schon nicht mehr für möglich, den Kerl noch zu besiegen. What can I say? It's yay! Ach ja, was kriegen wir? Oh, 1000 Erfahrungspunkte. Scheiß die Wand an. Ja, Stufe. Boah, wieder kompletter Stufenaufstieg durch die Reihe durch. Das gefällt mir. Und Geist des Sturms haben wir bekommen. Sehr cool. Ja, Ape Stufe 21, Carlos 14, Krümel 24, Esther 25, Übernike 22, Sprossi 21, Pyro 23, Sven 22, Gunther 22, Uhura 14, Beinrich 19. Sehr cool. Und wir haben eine Seite über das Schreck... Was? Schrecktakel erhalten.
Oh, they come in. Oh, I can feel it. Oh, they come in. At long last. Come on, my little darlings. Ach ja, was für eine kuriose Wiedergeburt. Ja, ich fand's herrlich, wie er den Ausgang erwähnt hat und ich mir auch dachte, oh. Oh, Oliver, what's wrong? It's Philip. He's mean. Oh dear. Oi, Olly boy. Cry, man. I'm the tear fairy, see? I don't like seeing them go to waste. You're a fairy? I am, and a proper tidy one at that. You talk funny. That's how fairies talk, sweetie. But it's goofy. Oh, is it now? Well, I wish I'd known that before I made him for you. Nobody made him. He's my friend. Of course he is. I'm sorry. And I'm sure he'll always be your friend, no matter what. Come on now, don't be such a crybaby, Bunting. What would Mr. Drippy think? I'm not a crybaby, Bunting. Then you'd better dry those tears, hadn't you? Hmm? Dazu habe ich gleich noch was zu sagen. Lesen wir erstmal, wie es weitergeht.
Ja, gegen ein paar Zaubersprüche haben wir nichts. Und jetzt kriegen wir hier Form wandeln. Oh, das ist ja mal richtig cool. Können wir dann zur Fee selbst werden? Was haben wir noch? Zweites Ich. Auch cool. Imitator. Okay. Ah, das sind aber wirklich interessante Zauber, die wir jetzt hier gerade erhalten. Verschwinden. Und weg bin ich. Werkkatze. Oh, da bin ich wirklich gespannt, das hier ganz alles zu lesen. Mein Gott, hier kriegen wir aber eine Menge Werfisch. Meine Güte. Schrumpfen. Was hat die Dame denn alles in ihrem Bauch? Gedanken lesen. Leib des Lebens. Ja, ist jetzt auch mal gut, junge Frau. Giftiger Apfel, natürlich. Wenn wir Schneewittchen mal erledigen wollen. Tröpfchen hat dich verlassen. Oh, das klingt aber tragisch. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle hier genau einen Cut. Ich wollte noch irgendwo was sagen. Ich finde das mit der Mutter und Olli relativ interessant. Weil sie sagte, sie hat Mr. Drippy gemacht, sie hat ihm den Namen gegeben. Und wir haben ja von Drippy erfahren, dass er sich einfach in die andere Welt geportet hat, um sich da so mehr oder weniger zu versch... Oder, beziehungsweise von Shadar da reingebracht wurde. Irgendwie passt das noch alles nicht zusammen. Also ich habe so das Gefühl, so abwegig es vielleicht auch klingt, dass Olli sich vielleicht irgendwie eine Traumwelt erschaffen hat oder sowas, in der er sich hier befindet. So ein geflüchtet hat nach dem Tod der Mutter. Ich weiß nicht, momentan ist das alles sehr interessant, um ehrlich zu sein. Wir machen hier vor der Riesenfee mit ihren zwei Bazongas einfach mal eine Pause und im nächsten Part geht's dann.